Hallöchen, herzlich willkommen. Meine Name ist Diana, da ist meine Freundin Marissa und wir sind von der Havik Zoo und wir kommen aus Holland. Und heute gehen wir ein paar Greifvögel hier fliegen, aber ganz wichtig, wir haben Vögel dabei, die haben wirklich Spaß, über die Leute hinzufliegen. Wenn das passiert, machen Sie bitte keine Hände hoch. Wenn Sie doch Ihre Hand hoch machen, glauben Sie mir, der Vögel kann denken, dass sie vielleicht Futter auf Ihre Hand hat. Und kommt dann gleich mit seiner Kralle auf Ihre Hand gelandet. Aber Sie haben natürlich keinen lederen Handschuh an, so wie wir das haben. So bitte machen Sie das nicht. Auch wollen wir gerne, dass die Kinder nicht laufen oder rennen, weil wenn die Kinder vorbeilaufen, dann kann der Greifvogel denken, wow, da geht ein großes Kaninchen vorbei. So bitte machen Sie das auch nicht. So, die erste ist schon gelandet, das sind unsere zwei kleine gefädelte Freundinnen aus Australien. Nummer zwei kommt auch noch dabei. Ohne die andere fliegen die beiden nicht, die müssen immer zusammen sein. So. Okay. Hey, Kudika. Cookie. So, Damen und Herren, das sind unsere Kookaburras, der australische Eisvögel. So, erstmal schauen, wo die sind. Cookie Kun. So, heißen Ike und Patty, Geschwister, und sind jetzt 2 Jahre alt. Da. Oh. Pass auf! Ups, okay. Oh, da ist nur zwei. Gut, die Kookaburras, das sind die größten Eisvögel am Welt. So wie in Deutschland, aber natürlich auch bei uns in Holland, haben die ganz kleine blaue Eisvögel. Hat ganz schöne Farbe, aber diesen hat mehr Schutzfarbe, so wie in Australien auch nötig ist. Dann können die anderen Raubtiere nicht so einfach diese kleinen Vögel sehen. Kookaburras! Gut, die haben es nicht so ganz einfach mit diesem Wind. Mal versuchen, dass er auf die andere wieder runterkommt. Kookaburras! Oh, Marissa, ich sah diese Count. Okay, gut, natürlich sitzen die beiden immer auch hoch in einen Baum, auch im Natursoo und auch hier auf Frankenhof machen die das auch immer. Können wir das alles mal etwas besser übersehen, aber auch im Natur machen die das ganz gerne nur in der Nähe vom Wasser. Weil einmal ein Fisch im Wasser gesehen, da fliegen die gleich in den Sturzflug runter und nehmen mit der großen Schnabel das auch schon Wasser. So, guck ich kann. Was? Ja, und wir gehen dann wieder zurück hoch in den Baum sitzen und nehmen dann mit der großen Schnabel, schlagen die der Fisch auf der Ast tot. Ja, Marissa. Ein Körpergewicht von ungefähr so 260 bis 270 Gramm. Flügelspannweite ungefähr 70 bis 80 Zentimeter. So, auch der Kookaburras haben auch richtig der bekannte Name hier in Deutschland wie lachende Hans. Das heißt, sie können wirklich ganz so laut lachen, wie Menschen das machen. Cookie, komm! Komm, Cookie! Ach, einer fliegt immer. Das ist normal. Ja, auch das Geräusch, was sie machen, das ist nur so ein bisschen reden, dass sie auch Spaß haben, hier zu fliegen. Und auch wenn wir hier gerade heute Mittag sind angekommen und aus dem Bus haben gesetzt, haben die so laut gelachen, dass sie auch wieder froh sind, hier zu sein. Cookie, da! Ja, da! Ja, nur zwei dabei. Hast du? Ja, gut. So, dann gehen wir langsam mal die erste wieder nach Marissa hin. Dahin. Ist einmal hoch da? Habt ihr Tore da? Sind kleine Vögel, aber können doch richtig alt werden. So im Natur können die ungefähr so 10 bis 11 Jahre alt werden. So, das heißt auch natürlich bei uns das Doppelte. Das ist natürlich auch im Natur. Oh, hätte ich mal zurückgebracht. Oh, ich denke ja. Okay. Ja, so, dann Nummer 1 wieder zurück. Dann schauen wir mal, ob Nummer 2 auch noch runterkommt. Cookie, komm! Ich glaube, oder er guckt von, hey, wo geht meine Geschwister hin? Oder er hat etwas gesehen, vielleicht ein Leckerchen. Und überlegt jetzt nochmal, komme ich runter oder nicht. Cookie! So,
jetzt still sein? Ja, sie hat jetzt Kontakt mit Marissa. Redet auch wieder zurück, was sie sagt. Wir haben keine Ahnung, aber sie redet schon. Ist noch dahin, weil sie kann es jetzt nicht machen, von die eine nach die andere Seite nach Marissa hinzukommen. Ist auch ein bisschen falsch mit der Wind. Ist meistens auch so mit Greifvögeln, eigentlich alle Vögel können nur mit der Schnabel in der Wind hoch und können nicht aus der Wind gut fliegen. Nur Seitewind geht noch, aber aus der Wind, das wird wirklich schwierig. Das ist eigentlich das gleiche mit einem Flugzeug. Ist da ein Hund, Marissa? Kann die nach hier kommen? Auf die nach hier kann kommen, so. Okay. Sie redet noch ein bisschen. 1, 2, 3. Sie guckt jetzt um. Erstmal da. Ja. Ja, sie kommt gleich. Wir sind es schon gewöhnt, dass sie immer so in einem Baum sitzen. Und also wie gerade gesagt, der Wind macht es auch nicht einfach. Es sind natürlich kleine Vögel. Und muss natürlich auch mal schauen, wie das geht, mit der Wind auch wieder runterzukommen. Hoch ist einfach, aber rund ist natürlich etwas schwieriger. Oh, wir versuchen mal. Keine Ahnung. Ja, Cookie, komm! Komm, komm, komm! So, Damen und Herren, auch eine schöne Stutzflug von unserer Betty. Danke sehr! Du bist eine Kleine, ne? So. So, Damen und Herren, Sie haben schon gemerkt, alle unsere Vögel sind im Auto hingesetzt. Aber das ist nur aus Sicherheit, weil Greifvögel sind gute Jagd und wenn wir da alles draußen lassen sitzen und hier eine fliegen, dann weiß leider die eine ganz genau, wohin zu gehen und fliegt dann auch gleich dahin, für einen zu verletzen oder vielleicht zu töten. Und deswegen haben wir alle unsere Greifvögel im Flugshow, im Auto, aber natürlich nach der Flugshow kommt alles wieder draußen zu sitzen. Gut, dann unsere Nächste, sie heißt Abby und Abby fliegt doch ziemlich tief, so sie brauchen vielleicht ein bisschen zu bücken. Passen Sie mal auf. Abby, hey, komm! Achtung! Das ist Abby, unsere Büstenbusse, ein Mädchen, hat ein Körpergewicht von ungefähr, pass auf, 800 Gramm. Gadi, komm! Oh, eine schöne Runde, das nur mit der Wind. Flügelspannweite 1,10 Meter bis 1,20 Meter. So, der Büstenbusse, man sagt auch auf Englisch einen Hereshock. Und leben normalerweise in Südamerika und Mexiko. Pass auf! Und das sind die einzigen Greifvogelarten, die in Gruppen zusammenleben, aber sich auch zusammen jagen. Pass auf! Und das machen die, weil dann weiß die auch viel einfacher, der Beute zu bekommen. Das heißt, sowieso bei allen Greifvögeln sind Männchen kleiner, sind die Weiber größer und dominanter und sind der Chef in Natur. Komm her, Abby. Nicht alleine so, dass die das machen, aber auch so, die Weiber sind ein bisschen voll. Die sitzen hoch in einem Baum, weil die kleinen Männchen unter der Büsche durchjagen und alles da rausjagen, was da drinnen sitzt. Von ab kleine Vögel bis Kaninchen. Hey, Abby, komm! Achtung, pass auf! Aber so wie gesagt, sie ist natürlich ein bisschen faul. Sie merken auch, sie fliegt tief. Natürlich für Spaß zu machen bei den Leuten, aber ja, sie ist faul, so kostet wenig Energie. Machst du hochfliegen, ist viel mehr Wind, kostet auch ganz viel mehr Energie. Sitzen auf der Feder.
Und jede von sie fragt sie natürlich immer wieder ab, was machen die eigentlich da? Eigentlich gar nichts. Wir warten, bis die Leute etwas unter dem Auto bekommen. Aber eigentlich ist der Autobahn McDonald's für der Busset. Ist natürlich viel zu holen. Wir können auch wirklich ganz weit weg sehen. Abby, hey, komm! Zum Vergleich, wenn sie auf 150 Meter, pass auf, eine Zeitung durchlesen kann, sieht man auf 800 Meter bis 1 Kilometer der Beute sehen. Schau mal, Abby. Komm. Okay. Gehst du selber dahinter? Abby. Ja. Abby schaut es nochmal. Die denkt, super Wetter, tolles Publikum. Guck noch einmal links und rechts. Schau mal da. Er ist ein Weib, ne? Braucht ein bisschen mehr Zeit. Komm, Abby. Ja, Damen und Herren, die letzte Flucht von unserem Abby. Danke sehr. Kommt normalerweise in India, hat er ein Körpergewicht von 800 Gramm mit einer Flügelspannweite 1,10 Meter bis 1,20 Meter. Hat auch ganz schöne Schutzfarbe und das heißt, nur wenn die dann hoch in einem Baum sitzen, dann können andere Raubtiere nicht sehen, dass sie da ist. Und bei Eulen ist es auch wirklich wichtig, weil die fliegen auch nicht so schnell wie andere Greifvögel und deswegen haben die meistens alle so Schutzfarbe. Komm mal da. Die meisten Leute denken auch immer, wenn die Eulen sehen, das sind doch eigentlich Nachttiere, ne? Jäger der Nacht, sagt man auch. Aber das ist nicht so ganz wahr. Diese Eule hat schöne orange Augen, das meint, dass sie gerne so in die Dämmerung jagen. So wie Schneieule und Waldkauz haben dunkelbraune Augen, da jagen die gerne in der Nacht. Und Eule, so wie unseren Gizmo, der Fleckenuhu, hat schöne gelbe Augen, das heißt, dass sie gerne am Tag jagen. Ja, guck mal da. Aber nur so gesagt, wie gerne war, wenn so ein Schneieul auch mit diesem Wind hoch in einem Baum sitzt und mit seinem Gehör genau kann hören, dass Eule über sie hinfliegt, kann man nicht merken, dass sie die Höhe fliegt. Ja, ist mit dem Wind, Marisch. Oh. So. Auch die Eule können auch den Kopf ganz weit wegdrehen. Die haben die Augen feststehen und können die auch nicht so bewegen, wie wir das können. Und damit könnte der Kopf so 270 Grad rumdrehen. Das heißt, drei Viertel nach die eine Seite und drei Viertel nach die andere Seite. Gemmi! Hallo, Gemmi! Gemmi! Hey! Gemmi, komm! Schau mal! Auch der Pflaume hat immer mehr Zeit. Schau mal, da. Ja? Gehst du? Hallo! Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit das Wetter zu tun. Ja? Das Wetter ist einmal ganz schnell hochgegangen, die Temperatur. Und das ist nicht alleine bei Menschen so, werden wir auch ein bisschen faul, aber auch so bei unseren Vögeln. Die denken dann auch so, heute ein bisschen Ruhe machen, nicht mehr so viel. Schau mal da. Hallo. Eine kleine Sprung bitte. Ich glaube nicht mal, dass er da ist. Schau mal. Boah, das war einfach. So, Marissa hält die jetzt fest, so alle Kinder, eine große Step nach vorne. Ja, super. Schau mal. Boah, das passt auch noch. So, alle Kinder, wieder ein großer Step nach vorne. Oh, Marissa, jetzt wird es ganz schmal. Wenn die gleich wieder da steht. Kleine Körper. Ja, besser. Okay, schau mal, das Ganze jetzt schmal. Passt das? Schafft er das oder nicht? Wow, Wahnsinn! Eine große Klasse, was ist da? Okay, 1, 2, 3, ew! Oh, das war noch einfach. Aber jetzt schau mal, wie tief. Das letzte Mal, schafft er das? Hopp! So, fragen unsere Weißrückengeier. Schauen Sie mal die schöne Rücken an, der ist schön weiß und deswegen hat er auch den Namen Weißrückengeier. Komm mal, Frage. Hopp! Hi! Einen Namen oder?
Gut. Immer hoch. Bom, bom. Gut, auch der Fremdel hat einen ganz langen Nacken, Kopf und Neck. Aber das ist wichtig, war, wenn ihr so reingeht in ein Tier, so für alle Innereien, für Herz, Leber und Gelenk, sprichst du nur einmal wieder da drauf, in unserem Weißkopf, die Adler Kodo. Hey, komm! So, Damen und Herren, Weißkopf, die Adler Kodo. Jetzt ungefähr so 4,5 Jahre alt, dauert nicht lang, wenn es ja 5 Jahre. Und die können ungefähr so in Gefangenschaft 40 Jahre alt werden. Hey, komm! Kodo, hey! Komm! Achtung, pass auf! Ah, hast du alles mitgenommen? Auf der Weißkopfseeadler ist natürlich das Wappentier von Amerika, steht doch auf jedem Schild. Ja, das ist nur von wegen der Wind. Aber das dauert total viel.